Hey, schön, dass du wieder da bist bei den Map News. Und natürlich gibt es wieder, naja, eine neue Karte und eine Beta-Karte und ja, ein paar Updates. So, gut. Dann kommen wir zur neuen Karte, nämlich der Nico V1. Die Karte ist von Matlix. Und ja, das ist eine polnische Karte, sieht man vielleicht schon bei diesem hier. Das ist eher polnisch oder ostblockmäßig, sagen wir so. Ohne diskriminierend zu werden natürlich. Ja, polnisches Klima sollte auch sein. Kontrollieren wir gleich mal. Ja, gut, da wurde nichts verändert. Also ja. Eine Farm haben wir. Das ist hier. Und eine wieder, sonst noch was? Nein. Wälder. Naja, 6,8 Millionen für die Wälder. Meiner Meinung nach gehört das noch gefixt, aber ja, schauen wir mal weiter. So, da um Müslifabrik, Schreinerei, also irgendwo sollte man dann Bäume auch fällen können. Ölmühle. Ja, Bilder sind, naja, rechteckig und ungleichförmig. Also eine, wow, schöne Mischung, sagen wir müssen mal so. Insgesamt 100 Felder, 12 Verkaufspunkte. Sägemühle haben wir schon gesehen. Ja, das haben wir auch schon. So, Verkaufspunkte sollten genug da sein, angeblich. So, schauen wir mal, wo man. Oder was man da kaufen und verkaufen kann. So, man kann alles verkaufen, wie man schon gesehen hat. Hühner hat man schon. Produktionen hat man keine. Verträge hat man. Super. Gut, Stahlfahrzeuge. Einen Krampe, einen New Holland 770. Klass Arion 660. Den Steinesammler. Okay, das wäre eigentlich alles okay. Nein, ist nicht alles da. Ja, einen Traktor hat man halt. Da kann man Laden beladen. So, Silo anscheinend. Silo ist leer, ja. So, Gruber, Scheibenegge, Düngerstreuer, Sämaschine, Spritze. Ja, Schnellweg ist auch da. Pflug, das Walze. Alles da, der Hof. Naja, er ist bisschen Ausbau, bisschen, sagen wir so, er ist ausbaufähig. So, weiter. Ja, Straßenverkehr ist da. Ja, Dörfli oder Dorf, Stadt, wie man es halt mag oder sagen mag. Ja, schaut auch nicht schlecht aus. In den Wäldern gibt es Laub- und Nadelbäume gemischt und das sind die Nadelbäume. Da haben wir die Kiefern, die nicht mit dem Harvester zu schneiden gehen. Und, ach, ein Reh. Ja, und sind wie Laubbäume quasi und haben auch die gleichen Fehler wie die Laubbäume. So, ja. So, haben wir überhaupt eine BGA da drauf? Kalkstation haben wir da, Gesteinsbrecher, Ölmühle, BGS, da haben wir Sägewerk. Ah ja, das ist gut. Ein Sägewerk, das sind Laubbäume. Ein Sägewerk hat man oben und überall, wo die Bäume sind, kann man ja nur zum Teil was kaufen und kostet 6,8 Millionen. Ja, dafür sage ich, das gehört irgendwie gefixt bzw. verbessert. So, schauen wir mal. Echt große Bilder haben wir da. Leicht hügelig. Oder sagen wir so, da war
Da ist ein leichter Hügel drin und ja. Ich würde mir sagen, ist okay so, ja. Ah, ja. Gut. Der Mapper wünscht natürlich jedem ein schönes Spiel. Wünsche ich natürlich auch. Und für Multiplayer sicher geeignet. Wie vorerst eher weniger geeignet, außer man pflanzt alle Bäume hintereinander an. Aber ja, das kann sich dann sowieso jeder selber richten, so wie er es braucht. So. Was Platz haben wir da? Und diverse Wohnungen, Fabriken und dergleichen. Ja. Ja, habe ich jetzt auch keine gefunden. Ah, da ist das Seeweg. Und ja, ich schätze mal, das Seegewerk kann man sich selbst hin platzieren. Gut, dann war es das mit der neuen Karte und ja, mehr finde ich eigentlich nicht zum Erzählen oder zum Anzeigen, Herzeigen. Ja, es ist halt ein bisschen wenig zum Herzeigen oben. So, gut, dann weiter geht's. Beim letzten Mal gab es schon die neues Land in der Version 2. Nur jetzt gibt es wieder eine Version 2. Natürlich auch wieder vom gleichen, nämlich vom Biker. Dann war Biker BMW. Ja, Biker BMW ist, glaube ich, der gleiche. Und ja, das Einzige, was sich noch weiterentwickelt hat bei der Karte, beziehungsweise bei dieser Version der V2, ist nämlich die Wachstumszeiten ohne den Wachstumskalender, nämlich ohne Season. Und das ist am ersten Tag quasi bauen. Tag 2 ist die erste Wachstumsstufe. Und in der dritten und am dritten Tag, sagen wir so, kann man alles wieder ernten. Und dann geht es halt wieder so weiter. So, ja, Schweinestall ist im Hof. 7,24, 7,70. Ja, mehr hat man hier nicht. Ja, ja, der große Hof im Prinzip ist, glaube ich, alles gleich geblieben, so wie ich es in Erinnerung habe. Und ja. Sonst wurde, so wie ich gesehen habe, eigentlich nichts verändert, außer es wurde verändert und ich habe es übersehen. Dann bitte korrigiert mich in den Kommentaren. Und gut, dann gibt es noch eine Update-Karte, ja, Beta-Update, ja, beziehungsweise eine zweite Beta, beziehungsweise eine Beta-Karte. Aber schauen wir uns das gleich mal an. Mit der Toskana geht's weiter von Ritomax. Ja, angeblich sollten 11 neue Früchte da sein. Schauen wir mal. Ja. Trocken, Tropikale. Ich glaube, das sollte ich noch übersetzen. Außer ich habe schon irgendwie übersetzt und habe es überlesen. Ja. Gut. Ja, 11 neue Früchte, Blumen, Getreidemühle. Ja. Und die Karte kenne ich schon lange und ist auch schon oft in meinen Videos gewesen. Ja, wie gesagt, Version 2.7. Und die Sonne ist unser Kumpel, steht da. Ich finde es super. Da, natürlich habe ich den Lamborghini nicht drin, den habe ich wieder mal vergessen, aber da sieht man mal ein paar Fahrzeuge. Nicht nur der Lamborghini ist dabei, es ist ein Transporter, ich glaube Fiat Ducato ist dabei. Ich glaube, das war der. Ja, was wurde hier verbessert? Das schaut nicht immer so schlecht aus, die Kuhweide.
Ja, ein paar Details wurden hinzugefügt. Generatoren, zwei Weinberge. Das ist mir jetzt irgendwie. Ja, gut, das geht immer noch. Aber wenn das so weitergeht. Und dann genauso wie hier das Ganze, würde ich mir sagen, ja, wird eine richtig geile Karte. Wenn sie mal fertig ist. So. Knoblauchfahrzeuge, Herbizidproduktion, Dieseltankstelle, zweiter Weinberg. Ja, ein Olivenhain. Ja, mehr gibt es nicht sozusagen. Und ja, wie gesagt, das hat man schon im Farmen gesehen, nämlich es sind Labnähte hinzugekommen. Ja, die ganze Produktion hat man schon. Erstens habe ich eigentlich alles soweit gezeigt. Mir fehlt jetzt nur noch eines, nämlich die Solarpaneele, wo die herumkurven. Wo die liegen. Ich glaube kaum, dass man das selber platzieren muss. Ja, aber im Großen und Ganzen schätze ich nicht mehr so schlecht, dass man. Also, Rita Max hat da wirklich gut mitgedacht, bei allem immer. Schaut wirklich gut aus. Nur wie gesagt, die Solarpaneele finde ich momentan nicht, wo die dazugekommen sind. Aber sie sind. Gut. Was? Ah! Schaut irgendwie nach einem Hof aus. Was ähnlich. Da ist eine Tankstelle, Gasolin. Die Händler ist der Verkaufsstelle. Und auch noch eine Verkaufsstelle. So, wo bin ich? Irgendwo am Rande. Ja, Menschen. Aha. Dieser Pferdestall ist hier. Da bin ich. Da bin ich. Ja, Hauptbahn, Viehhändler, Tankstelle und so. Ja, wie gesagt, die wird wirklich geroschen. Und eins würde ich mir wirklich wünschen, dass die Kiefern wegkommen, weil die sehen wirklich genial aus. Weil solche Gräben sieht man selten in Maps. Aber gut, eine haben wir noch. Dann sind wir für heute fertig. Die Unpeated Coin de Belgique ist eine Beta-Karte. Und sie kommt vom Simulator der Ligue. Bisschen Schleichwerbung ist auch da. Einmal raus. So, da drinnen startet man. Gut. Gut. Im Großen und Ganzen schaut es nicht mehr so übel aus. Aber ich glaube kaum, dass diese Gras, diese Greenhouse, diese Greenhouses, Large 2 zum Beispiel, bei Stevie sogar, dort so richtig hingehören. Dann schauen wir mal, was wir an Starfahrzeugen da haben. Steyr, 6230, Pickup, Deutz, 39er Vario, wieder Deutz, Axion und wieder. So, schauen wir mal, das schaut fast so, als wäre das 2. Ja, so ähnlich. Es ist sehr aufgeteilt. So, 28 Millionen kostet das Ganze. Braucht man das? Eventuell. Wahrscheinlich viele Schafe. Oh, Schafe. Kälber. Shop-Item wird vom Hühner hier vom Hühnerstall hier. Ja, Mist. So, Kuhstall, Schafstall, Kuhweide, Schafweide, Mist und Shop-Item, Hühner.
Wieder der Hühnerstall und noch eine Schafweide. Haben wir alles. Wahoo! Produktion: Bäckerei, Getreidemühle, Müsli, Traubenverarbeitung, Silage, Fermentiere, Fertilizer, Siedmuckerei. Oh, da gibt es jede Menge zum Arbeiten. Die Greenhouse. Da ist auch noch nichts drinnen. Und gut, Verträge haben wir. Ja, das haben wir auch schon. Da bin ich auch schon durchgehüpft. Oh, gut, soweit ich sehe, gibt es alles zum Kaufen. So. Gut. Ja, eigentlich einen schönen Hof und die wirklich weißen Dinge hier. Die sind auch extra, teilweise extra zum Kauf, so wie das anscheinend. Da haben wir nämlich das Ganze, der Fimetropylron. Und ja, gut, eins darf man nicht vergessen, ist doch Peter. So, ja, meine Meinung über die ganze Peterkarte, schwer zu sagen. Also schlecht ist sie nicht. Wenn noch Multifoto dazukommt, ist das sowieso ja, richtig geil. Und ja, für Forstliebhaber gibt es auch was zu tun, aber da muss man sicher gehen, dass man das ganze Ding mit 28,6 Millionen hat. Okay. Das ist halt wieder was anderes. Aber sonst eine, ja, nicht nur so schlechte Karte. Man kann jede Menge Zeit dabei verbringen. Und ja, dann sind wir auch schon wieder am Ende. Und nicht vergessen, unten in der Beschreibung sind die Amazon Affiliate Links. Egal was ihr bestellt, einfach draufklicken. Oder was man so bestellen wollt, draufklicken. Ich bzw. das gesamte Team bekommt eine kleine Provision dafür, dass ihr ein Produkt gekauft habt, ohne einen Cent mehr zu bezahlen. Ich finde, das ist eine Win-Win-Situation und ja, wir sehen uns natürlich in 2 Tagen wieder. Ich wünsche euch was, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.